Tja, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch. Ich habe für euch natürlich schon reingeschaut, ob er als Winbot hat oder nicht, weil ich die Fälle sonst verwerfe. Und dieser Knilch, der stand an einem Punkt, das sah aus, als wenn er fliegen würde, also beim Durchspulen. Ich habe nicht gewusst, dass man da überhaupt stehen kann. Natürlich bin ich jetzt nicht gerade der, ich bin leicht durchsichtig, geil, der in der Hinsicht, wo man sich wie hinstellen kann und was für Movement man haben kann, dass das Maß aller Dinge ist oder sowas, auf keinen Fall. Ich spiele viel zu selten und viel zu uneindringlich, um das zu wissen, aber dieser Knilch, der hat Sachen gemacht, da dachte ich mir, Alter. Cheatmäßig habe ich nichts gesehen, weil ich, wie gesagt, nur durchgespult habe. Ich gucke halt jeden Fall immer einmal kurz durch, damit er halt nicht, stopp, Main, dass er nicht irgendwie anfängt rumzudrehen, ne, und dann halt die ganze Aufnahme für den Arsch ist. Also er hat jetzt hier am Anfang, ich glaube sogar die ersten zwei Runden, beide Male auf B nichts. Er rennt rüber, rennt dann wieder zurück und tödelt dann da auf A rum. Ich spule ein kleines Stück, weil hier passiert noch nicht allzu viel. Ich glaube, in der zweiten oder dritten Runde ist das erst. Hier drückt er schon mal einen dicken Shot. Der letzte Gegner ist mit hoher Wahrscheinlichkeit gecallt, sage ich jetzt mal. Mit den Shots ist er auf jeden Fall drauf. Ich kann euch aber schon mal verraten, dass er sehr, 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 sehr viele Headshots macht. Also ich glaube, so gut wie jeder Kill liegt eben im Headshot-Bereich. Die zweite Runde dauert nochmal einen Ticken länger. Er schmeißt hier die Nade rein, macht schon mal auf Long Game ein bisschen Damage verteilen, kriegt einen Assist und so weiter und so fort. Und jetzt sind gleich seine Mates weg. Er macht bis dahin nur solche Testschüsse, ne? Er macht immer wieder Peng, wow, und versteckt sich dann wieder. Weiß aber, wie ich finde, dann so mittelprächtig. Ich meine, gut, in diesem speziellen Fall ist es jetzt auch irgendwie logisch, wo die Leute stehen. Übrigens, die Flash war absoluter Kack. Wir achten auf jeden Fall auf die Predictions bei ihm. Weil, zum Beispiel dieses Smoke, ich will jetzt überhaupt nicht sagen, wow, wie ultra, super, duper speziell, aber es ist halt auf keinen Fall ein absoluter Keck-Cheater, ne, so jemand, der gerade so, WASD benutzen kann, um zu laufen. Ich glaube, er haut nochmal eine Flash raus und macht, glaube ich, die Runde jetzt auch, habe ich das vorhin gesehen, ne, macht er sogar nicht. So, Obacht, er schmeißt jetzt hier, zum Beispiel, wie gesagt, nichts Schweres, aber er schmeißt ja auch eine Smoke, mit der er, glaube ich, Short-Up-Smoke, was irgendwie merkwürdig ist. Gut, er will vielleicht halt einfach nicht, dass sie da leicht durchrennen können, aber ich würde mir selbst nicht Short smoken, wenn ich auf B stehe und halt, naja. Jetzt kommen da zwei Richtung B rein und die kriegen auch nicht sofort in die Gusch, aber hier müssen wir ganz genau hingucken. Der Shot war schon sehr, sehr sauber und pass mal auf, er hat hier nichts von ihm gesehen und trotzdem ist er genau mit ihm, als er nach links gelaufen ist, ist er rechts hier hinter die Wand gelaufen. Ich würde da ganz, ganz feste Richtung Vision Assist schauen. Die Shots sind insane. Na klar, mit Vision Assist, wenn er wirklich einen hat, dann ist es halt auch nicht so schwierig. Du kannst ja im Vorfeld dahin aimen, brauchst auch noch nicht mal eine Aim-Unterstützung. Wobei die natürlich hilft, klar. Aber auch ohne würde es gehen. Und ich glaube, in der darauffolgenden Runde ist er auf B an einem Punkt. Ich hab das noch nie gesehen. Und ich spiele schon recht oft, also ich spiele ja mit euch, wir machen unsere Games in den Livestreams dreimal die Woche. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Aktuell gibt es dieses Knife im Giveaway. Ich wollte es euch groß machen, aber wenn ich den Fall offen habe, kann ich scheinbar nicht. Ein leckeres Survival Knife Slaughter in Minimalware. Um die 300 Euro wert. Kann man sich mal gönnen. Auf Twitch. Achso, und auf YouTube haben wir auch. Jetzt geht's auf. Achso, ja, weil ich hier auf Pause war oder was. Also, das gibt's aktuell im Stream. Und wir haben auch gerade noch ein YouTube-Giveaway laufen. Gerade im letzten Overwatch. Wer da mitmachen möchte, einfach Video anschauen. Da ist alles erklärt. Jetzt aber weiter, sag mal. Also, ich glaube, hier kommt der Punkt. Er geht jetzt hier oben links drauf. Und dass man sich hier halt stacken kann, okay, das ist klar. Aber dass man jetzt hier so an so einem Pixel-Pimmelchen da einfach stehen bleiben kann. Er braucht ein bisschen, aber gleich steht er da drauf. Scheinbar auf der Laterne. Das habe ich so noch nie gesehen. Guck mal. Habt ihr diese Position schon mal bespielt? Ich wiederhole hier nochmal. Bei den erfahrenen Leuten, die sich auch mal solche Tipps- und Tricks-Videos anschauen, so wie ich es nicht mache. Bei denen ist es wahrscheinlich so, ja, Standard, klar, da spiele ich jede Runde, auf das Zweite stehe ich da genau da. Aber für mich ist das so ein Ding, Alter, was ist hier los? Das ist schon wirklich gar nicht so keckig. Wirklich überhaupt nicht keckig. Das müssen wir später im Stream testen. Haut gerne mal in die Kommentare, ob ihr diesen Punkt kanntet, also ob ihr wusstet, dass man da stehen kann oder nicht. Und dann hauen wir einfach an einen von euch, muss ich mir aufschreiben, stopp. Kleines Mini-Giveaway zwischendrin kommen. Für einen von euch, der hier kommentiert und was zu diesem Punkt hier schreibt, ob ihr das wusstet, dass man da hin kann. Das ist ja Wahnsinn. Wenn ich so einen Screenshot bekommen würde, dann würde ich einfach kurz denken, sag mal, fliegt der oder was? No-Clip? Das ist ein Sack, oder? Das ist ein richtiger. Und jetzt verlässt er leider die Position, also muss er, weil eben keiner rumkommt. Ah, seitliche, leicht angeschickte Bunny Hops. Okay. Er geht hier Mitte durch, unten ist einer drin und sehr raff, also der Sprung war in der Hinsicht übrigens schon wieder auch Headshots, ne? Das war gerade eben ein bisschen rumgesprayt. Der Sprung eben war natürlich gefährlich, weil der unten hätte auch hochgucken können. Hatte aber nicht. Wusste er das? Man weiß es nicht. Also wir werden es mit der Auflösung hier auch einfach so machen, wie wir das ab und an mal, wenn wir einen etwas schwereren Fall haben, dann mache ich das oft so, dass ich sage,
Ihr schreibt in die Kommentare, was ihr glaubt, was er anhatte. Ich drücke sie ihm im Geheimen und sage euch dann im nächsten Video oder in den Kommentaren, ja, ich habe dieses und jenes gedrückt. Ne? Also, so machen wir das hier am besten auch. Trotzdem hier meine Prediction. Vision Assist, yes. Wenn du Vision Assist hast, kannst du halt sehr, 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 sehr einfach aimmäßig brillieren. Weil der weiß, wo die Köpfe sind, wo sie stehen, wann sie von wo kommen und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz könnte man ihm natürlich auch nochmal einen Aim Assist unterstellen. Das würde schon gehen. Er ist übrigens eben kurz stehen geblieben, ich weiß. Oh, auch hier wieder schöner Movement-Boy. Also ich würde hier doch zumindest im Moment Richtung Vision Assist gehen. Movement ist wirklich insane. Also man könnte fast Movement-Gott schreiben. Ich weiß, jetzt kommen wieder ein paar in den Kommentaren. Ich mache das jeden Montagmorgen, mache ich so Sprünge. Immer ständig. Rückwärts mit Negev in der Hand. Ich mache sowas halt nicht, deswegen ist es für mich besonders. Sorry. Ah, doch, da sind noch zwei. Hier auch, habt ihr gesehen, Fadenkreuz und hin und her, wo das war und wo dann der Shot reinging. Sehr mysteriös und komplex. Da hinten auch wieder. Die Ahnung, ich meine, okay, der wurde sicherlich auch gesehen, auch wieder ins Gesicht. Er hat 100% Headshots bei 11 Kills. Jetzt kommen sie auch nochmal B. Und ich glaube, jetzt hier am Ende hat er auch eigentlich ziemlich normal gedödelt. Also er hat halt da seine Nate reingeschmissen, wobei die eigentlich ziemlich schlecht geschmissen ist. Dafür, dass er eigentlich Vision Assist hat, sollte er wissen, ich könnte die auch noch ein bisschen krasser reinschmeißen. Auch der Molly, gut, ich meine, den kann man jetzt wiederum machen. Die Zeit ist ja mittlerweile auch so weit vorangeschritten, dass sie auch close sein könnten. Hier auch wieder, er ballert da so bestimmt mit rein, als wenn er wüsste, dass beide halt dort oder da in der Nähe stehen und nicht direkt hier oben links irgendwo am ersten oder zweiten Fensterchen stehen. Ja, wobei ich sagen muss, der Molly war auch ziemlich weit drin. Oder war das der von... Oh, übrigens, sein erster Nicht-Headshot. Suspect, das ist peinlich. Also, okay, bingo, bango, bongo. Diese abrupten Abbrüche jedes Mal. Also, ich drücke ihm jetzt hier, was ich denke. Und ihr schreibt einfach in die Kommentare, was ihr eben gedrückt hättet oder eben nicht gedrückt hättet, okay? Achtung, Sodele. Auf jeden Fall ein Fall, der jetzt endlich mal wieder etwas schwieriger war oder zumindest tatsächlich halt komplexer. Man musste ein bisschen gucken, überlegen, nachdenken und tatsächlich halt grübeln. Drücke ich es ihm jetzt wirklich, drücke ich es ihm nicht? Bin ich auf 99,999%, was nicht reicht? Oder weiß ich zu 100%? Ja, der hat an. Das lesen wir dann in den Kommentaren, beziehungsweise im nächsten Video. Ich bedanke mich hier bei euch wie immer fürs Zusehen. Ich hau das Ding jetzt gleich raus und kümmere mich endlich um die Kommentare. Ihr wisst, ich beantworte jeden einzelnen. Überall kommt eine Antwort rein. Ich versuche jetzt schon durchzuziehen. Haut da rein. Um 20 Uhr geht jetzt der Livestream dann gleich wieder an. Also für euch wahrscheinlich in zwei oder einer Stunde. Wir sehen uns dann dort. Denkt dran, Knife-Giveaway. Generell ständig Giveaways in den Streams. Wir hauen eSportle Premium raus. Wir zocken zusammen. Wir haben Spaß. Wer einer von euch hat keinen Spaß? Ja, dann würde ich sagen, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Vergesst das YouTube-Giveaway im letzten Overwatch nicht. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.